Aus drei, mach eins. Vor genau 10 Jahren wurden die Landeskrankenhäuser Vöcklabruck, Gmunden und Bad Ischl zum Salzkammergutklinikum zusammengelegt. Wir haben 30 eigenständige, sehr selbstbewusst eigenständige Häuser gehabt. Aber die Notwendigkeiten einer modernen Medizin, einerseits Schwerpunkte zu setzen, andererseits verschiedene Spezialitäten anzubieten, sind insbesondere in den kleineren Häusern für die Zukunft nicht denkbar gewesen. Und deswegen ist es sehr klug und eine sehr weitblickende Entscheidung gewesen, damals zu sagen, wir führen diese 3 Häuser zu einem gesamten Haus zusammen, das sich gegenseitig stützen kann. Es ging von Anfang an darum, dass wir den medizinischen und pflegerischen Fortschritt auch abbilden wollen. Und dafür braucht es eben größere Einheiten, wo man sagt, okay, wir können uns auch überlegen, wer bietet wo was zu welcher Zeit auch an. Medizinische Schwerpunkte wie die Onkologie in Vöcklabruck oder technische Innovationen wie ein Da Vinci-Operationsroboter. Jedes der 3 Häuser hat seine eigenen Stärken. Im Bereich der Chirurgie, im Bereich der Altersmedizin, im Bereich der elektiven Operationen. Wir haben eine Rheumatologie entwickeln können, eine Kinder- und Jugendpsychiatrie. Also wir haben uns wirklich in vielen Bereichen gut weiterentwickeln dürfen. Die oberösterreichische Gesundheitsholding hat an allen 3 Standorten investiert. Wenn man das jetzt so rechnet, dann sind das über die letzten 10 Jahre so an die 100 Millionen, wobei es dann immer so Ausreißer gibt, wie zum Beispiel diesen Neubau, den wir hier gemacht haben mit 20 Millionen, der schlägt dann natürlich durch. Heute gehört das Salzkammergutklinikum zu den 5 größten Krankenhäusern Österreichs. 2023 wurden 45.418 Patienten stationär versorgt, über 496.000 ambulant. Insgesamt arbeiten hier 3.500 Personen. Auch ein gemeinsames Ausbildungszentrum gibt es. Besonders stolz war ich letztes Jahr im Herbst. Bei ca. 90 Abgängerinnen sind ca. 90% bei uns geblieben. Das spricht für uns. Das heißt, wir machen etwas richtig. Das Salzkammergutklinikum versorgt 236.000 Personen in der Region oder 1/6 der Oberösterreicher. Seit der Zusammenlegung hat es 5 Millionen Patienten betreut. 18.143 Kinder sind in Vöcklabruck, Gmunden oder Bad Ischl zur Welt gekommen.